Willkommen zurück. Nächste Folge Galacticare steht an und auch ein neues Kapitel. Bevor wir uns das aber angucken, geben wir mal unsere Vielzahl an den Sachen hier aus. Ich vergesse immer, wie die heißen. Alter, 358? Da kann ich mir schon mal sehr viel leisten. Skins, bin ich ehrlich, würde ich vielleicht irgendwann später machen. Kann man hier eigentlich mit Enter gleich bestätigen? Nee. Okay, dann holen wir uns erstmal alle Bilder. Die Sachen, die wir eh nicht aufbauen. Hier, Kuriositäten, das hätte ich gerne. Auch mal welche für die Wand. Das erspart uns ein wenig Platzprobleme. Parasitenkühlkammer, finde ich auch gut. Eine Zielscheibe. So, ein Drohnenbäumchen finde ich ganz nett. Speakers können wir auch mal machen. Pflanzen, jo, auf jeden Fall. Da können wir auf die nächsten Sachen gehen. Was bist du? Eine Energiespule. Können wir auch nehmen. Zentrifugen-Datenkonsole. Und ein Notfallfach. Das sieht doch gut aus. So, Spezies, ja. Sucht euch das aus, wo er denkt, dass ich irgendwas Neues habe. Ich weiß es nämlich nicht. So, menschliche Statuen kommen bald. Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Die Visage. Gehirn und Skelett. Das ist, glaube ich, bei allen gleich. Ne? Als drittes gibt es dann die Statue. Als viertes einen neuen Skin. Nee. Na gut, ich habe keine Ode. Ja, ich glaube, das ist dann doch random. Und hinten raus gibt es auch nochmal ein bisschen was. Okay, Fachärzte. Gut, ihr seid, glaube ich, alle soweit gelevelt, ne? Stufe 7 ist sehr, sehr gut. Kurz vor Stufe 5. Ah, guck mal, sie könnte auch Zugführerin werden. Obwohl, das ist, glaube ich, ein Typ, ne? Ein männlicher Affe. Und als Rockstar. Aber ich lasse mal die Originale. Die sehen ein bisschen mehr nach Arzt aus. Gut, und Pathodex. Einiges schon auf Stufe 5 jetzt. Und neue Krankheiten. Oder fehlende Krankheiten. Gib mir hier, die 20 fehlt. Okay. Naja, ein bisschen was haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Gut. Nächstes Kapitel. Kapitel 5. Heißer Preiskampf. Another gig has been secured for Galacticare's blossoming portfolio, this time at Pyrestone, a place of pilgrimage for religious Kuba Bali. Given that other cultures don't have the foggiest idea about Kuba spirituality, it's mostly a tourist destination. It also happens to be incredibly volcanic. While the regular rhythms of Pyrestone's volcanism are its main attraction, on this particular occasion, the entire surface seems to have exploded. Untold numbers of people need emergency aid, Director. I should possibly have led with that. Medi and I stand ready to support you. Medi and Heal are ready. Medi and Heal are ready. Und wir auch. Und zwar gleich, wenn wir uns auf der Karte sehen. Bis dann. Director, welcome to our station around Pyrestone. I wish I had better news for you, but it seems as though the entire world is presently on fire. I'll patch you through to our Kuba client, Mother Buck, a religious figure and, oddly, director of tourism. Sacred greetings, Galacticare. We embrace you to our world, as we did your competitor. May you thrive in our orbit, and the best of you acquire our money. So it is. Our competitor, sorry? Ah, Salazon, I believe.
You were the two highest rated healthcare providers, so we arranged ourselves a bargain. A meal deal, if you like. Whichever of you performs best gets paid, as stipulated. Salazon, are you absolutely sure? It's been too long, my precious flowers. No need to stress yourselves. Dorian Salazar has been hard at work preparing his healthcare bosom to receive the world's toasty clientele. You're cordially invited to sit back and enjoy the disaster that Salazon shall make of your fragile reputation. Yes, well, to hell with that, I say. Let's go, Director. Ready when you are. Ready when you are. Okay, also, diesmal mit Konkurrenten. Ich weiß nicht, ob sich das auswirkt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich glaube ja fast nicht. Aber wir werden es erleben. Gut, dann starten wir mit dem Üblichen. Wir bauen eine Diagnose. Und nicht nur eine, sondern gleich zwei. Dann haben wir... Oh, guck mal, wir haben jetzt ein paar neue Sachen, die wir auch gleich vorgeschlagen bekommen. Raummotiv. Ja, da könnten die Kubabellis wieder ein bisschen unzufrieden sein, weil es zu schmal ist. Speakers. Ach, guck mal, hier können wir noch so ein Telefon. Ach, das ist ja schön. Jetzt haben wir richtig Auswahl. Richtig schöne Auswahl haben wir jetzt, um zu dekorieren. Problem ist, das kostet halt alles Geld, ne? Was wir am Anfang nicht haben. Deswegen sollte ich vielleicht ein wenig reduzieren. Was die Ausgaben betrifft. So, noch ein Fensterchen hier vorne links und rechts. Wir bestätigen, wir kopieren und wir bestätigen die ersten beiden Räume. Wo kommen die an? Da. Gut. Ärzte. Ich würde natürlich mit unseren Fachärzten mal anfangen. Ja, ihr habt nichts zu tun, alles gut. Achso, ja, ist egal. Dann eine Empfang. Warte mal, ich lasse mal ein bisschen Platz, weil hier kommen dann noch die Schneckentöter-Dings hin. So, ich bauen wir zwei? Naja, ist egal. Können wir machen. So, dann können wir nämlich hier vorne, finde ich, einen sehr großen Bereich bauen. Nämlich doppelt. Mit Sitzgelegenheiten. Wir brauchen noch Ditter. Schmeißen die mal raus, weil dann können wir hier nämlich Toiletten und auch Dings bauen. Und einen Mülleimer brauchen wir noch. So. Dann haben wir schon mal das Notwendigste zusammen. Dann gehen wir auf die Sondersachen. Ja, das ist natürlich jetzt großartig, ne? Dass wir jetzt hier ganz, ganz viele Dinge haben, die wir hier irgendwie hinstellen können. So, wir können ja auch mal Boasterly noch hier hin machen. Na gut, da sieht man es nicht. Da würde ich gerne Open hin machen. Deswegen lasse ich den Bereich so ein bisschen frei gerade. Das passt aber. Ah ja, guck mal, wir haben ja auch noch die komischen... es sind ja keine Gewürze. Obst und Gemüse nenne ich es jetzt einfach mal. Die wir ja auch noch gewonnen haben. Jo, passt. Sehr schön. So. Man, das ist hier wirklich super, ne? Sonderdingern, die wir jetzt auch an die Wand knallen können. Perfekt. Ach, wir hätten sogar was für die Ecken jetzt. Ist das schön. Hier raus kann man nicht bauen, ne? Nee. Tja, ist die Frage, ob ich hier noch was in die Mitte oder so setze.
Ah ja, wir können hier noch. Das ist eine gute Idee. So. Und ich würde sagen, wir können eigentlich reinstarten. Was wir natürlich noch bauen, ist der Personalraum. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz machen. So. Ja, Design ist ja eigentlich jetzt relativ klar in den letzten Folgen gewesen. Hier machen wir so eine Kühlbox hier noch in die Ecke. Ist hier richtig rum? Ich glaube, so ist sie richtig, ne? Ja. Kühlbox rein. Hier dazwischen noch so eine kleine Drohnen-Dings. Ein paar Speaker können wir hier noch in die Ecke setzen. So, das können wir noch machen. Noch ein bisschen Kultur. Oder Kunst. Weniger Kultur. Ein Teppich und vielleicht noch ein Blümchen hier in die Ecke. So. Ne, alles gut. Gut, soll passen. Und wir starten erstmal rein. Wie gesagt, wir machen dann wieder eine... Is it time to get cooking? Yeah, we're cooking. Excellent. Hospital opening now. Let's show that corrupt reprobate some real healthcare excellence. Generiert weniger Credits ist am Anfang doof. Sonst kann ich mal alle ablehnen. So, wann kommen denn die ersten? Achso, und hier. A call from the surface for you, Director. A somewhat smoky monk and his acolytes. This may be a useful edge for us as it happens. Oh Gott, ich bin doof. Da unten kommen die alle an. Oh. Ja, ist egal. Lass mal so. Galactica, I am Brother Gumbo, an advocate of the First Faith. Apologies for the conduct of the Mother Buck, whose greed compromises you. The people suffer, and I bring them to you to save. The other one, Salazar, cares little for life. We arrive soon. Thank you for your presence. Okay, warte mal. wir machen schon mal die erste Laserdiagnose. Weil, ach ja, und die Boning Chamber brauchen wir auch gleich. So, nochmal ein paar Speaker reingesetzt. Können wir gleich... Ach nee, können wir nicht, weil die Leute dann noch nicht hinkämen. So, Lampen. Ich weiß gar nicht, wieso ich so abgrundtief Lampen hasse in diesem Spiel. Aber ich nutze sie einfach überhaupt gar nicht. So, das reicht ja eigentlich immer schon, ne? Mal hier noch so ein Plakat dran. Und vorne noch... Wir können mal hier so einen Pilz oder sowas bauen. Gibt es was Kleineres? A Tomato. Setzen wir eine Tomate in die Ecke. So, und natürlich Lampen. Ne? Fenster. So, Boning Chamber. Gleich daneben. Mindestens 4x4. Machen wir 5x4. Setzen den Eingang hier hin. Und knallen da dann die nächsten Sachen rein. So, können wir hier so eine Zielscheibe mit reinmachen. Notfalltelefon kommt hier mal in die Ecke. Bild von der Welt. Ja, können wir mal einen Teppich davor setzen. Hab ich noch nie gemacht. So, und noch ein großes Fenster hier die Front entlang. Wobei das ein bisschen ungünstig ist, weil ich hier eigentlich noch was hinbauen wollte. Aber ist egal. So, Sitzbänke. Machen wir gleich nochmal ein paar mehr. Und zwar auf dieser Ebene. Müsste passen, oder? Kommt das hin? Ja, glaube schon.
Dekoration dazu. Wo ist er? Da. Und vielleicht... Ja, hier. Obwohl, die haben wir da drüben schon stehen. Die haben wir auch. Dann machen wir die hier hin. Guck mal, hier können wir sogar was an die Wand diesmal basteln, ne? Das ist auch geil. And your earnest help. I hope to aid also. Also. Okay, dann. Katbanio. Wieso kann ich sie nicht anfordern? Holt diesen Facharzt in die Klinik. Ist zu Hause. Okay. Guck mal, Laser. Wahrscheinlichkeit von 2%, dass jemand stirbt. Auf gar keinen Fall. Die können wir dann alle mal ablehnen. Nee, gefällt mir auch nicht. Heuriger-Wahrscheinlichkeit. Können wir mal nehmen hier. Sind alles noch keine Spezialisten. Hier. Savoy können wir auch mal nehmen. Diagnosis. Generiert weniger Erfahrung. Thank you for the gracious docking. I've arrived with my kin. Other acolytes suffering from burns and disaster. I should like to aid your work in buttering their toasty bodies back to health. Forsooth. I've received Mr. Brother's details, and while he isn't trained in contemporary medicine, he seems to have an exceptional knack for healing the sick. This may be the edge we need to eject Salazon from orbit. Okay, wir haben schon mal die ersten Notfallpatienten. Ultraverbrennung, wie werden die behandelt? In einem Skin Lab und in einer Projektilmedizin. Kältestrahl. Okay, dann muss es also jetzt was Neues geben. As a scion of the first faith, I spread my joy to all I touch. Though it may take me some time to touch each patient thoroughly. None who taste my wisdom shall ever come to harm. This is the solemn promise of Brother Gumbo. Brother Gumbo. I'm grateful to be able to heal the ailing bodies of others and to aid your work ongoing. Okay, also Bruder Gumbo. 56 Jahre alt, 256 Kilogramm, 1,80 groß, 1,81. Cooper Belly Spross war er vorher und kommt von Flintstein. Flintstone. Wobei es hier im Englischen anders heißt. Bekehrung. Erhöht dauerhaft die Zufriedenheit der Patienten, die von Bruder Gumbo behandelt werden. Wunderbar. Den haben wir auch gleich schon eingestellt. Ach, deswegen konnten wir auch den dritten jetzt nicht einstellen. So my work begins. Salazar is a toilet child. And must not be allowed to prosper. Welcome aboard, Mr. Brother. There's lots to do. Thank you, small machine baby. May we march into the future's embrace together? Sure thing. You're strange, but lots of people are like that in space. So I'm sure that's fine. Das stimmt. Hier im Space sind sehr, sehr viele Leute irgendwie verrückt und wahnsinnig. Wir wahrscheinlich auch. Sonst würden wir hier nicht irgendwelche Weltraumkliniken führen. So. Unabhängig davon. Eieiei. Geht es weiter. Und wir basteln uns das Skin Lab. Und haben wir hier jemanden besonderen? No. Haben wir denn jemand normalen? Auch nicht. Diagnosis. Ach so. Problematisch ist natürlich, ich muss hier drüben. Also problematisch ist es überhaupt nicht. Wir müssen aber hier schon mal die neuen Sachen alle bauen. Beziehungsweise auch nochmal ein Klo. Und hier vorne müssten wir es dann theoretisch auch nochmal machen. Aber ich hoffe, dass wir das hier irgendwie noch hinbekommen. So, dann können wir auch noch mal ein paar andere Deko-Elemente hier reinbauen. Hier so eine Energiespule können wir noch mal in die Ecke setzen.
Das finde ich ganz okay. Ja. Weil den theoretisch drehen müsste, glaube ich, ne? Naja, gut. Egal. Statuen. Hier, von unserem Konkurrenten. Das passt doch super. Damit sie gleich sehen, wer hier das große Arschloch ist. Könnte man auch hier in die Mitte setzen. Aber nein. Wieso kommt kein Händler vorbei? Das beunruhigt mich ein wenig. The Bass war noch nicht Das. So, ihr braucht trotzdem noch hier Projektilmedizin, ne? Aber Kältestrahl. Das bedeutet, ich kann mir jetzt quasi aussuchen, ob Wärme oder Kälte in der Projektilmedizin. Also wahrscheinlich wird gleich die Dings hier wieder vorbeikommen. Wer ist sie denn? Naja, ihr wisst schon. Und ihren Senf quasi beitragen. Wow. Ich bin verwirrt. I am verwirrt. So, wir brauchen also Projektilmedizin. Aber wieso sollte es funktionieren? Wieso sollte es so funktionieren? Oder kann dieser Laser... Ach, der hat auf der anderen Seite die kalte Variante. Alles klar. Der hat auf der anderen Seite also die entspannte Kältevariante. Super. Na, dann haben wir doch das Problem schon gelöst. Können wir das auch drunter bauen? Ja. Das ist Kacke, ne? Also das mit diesen Streifen, I don't know. Vielleicht sollten wir es so machen. Was ist hier? Ach, hier ist noch so ein Ding. So könnte es gehen. So kann ich die nicht. So müsste es sein, damit es durchgehend. Das ist ja Kacke. Das gefällt mir auch nicht. Ja, komm, scheiß drauf. Machen wir noch ein bisschen was an die Wand und dann hier drüben können wir ein paar Bühnchen bauen. Gibt es die Fenster? Ach nee. Fenster doof. Weil hier noch Raum. Dann gibt es nur die Fenster nach vorne. So, und hier können wir dann auch die fehlenden Sachen setzen. Weil es geht sogar, ne? Ja, und hier können wir auch nochmal kurz zwei, drei Sitzbänke bauen. Plus nochmal irgendwas Deko-mäßiges. Deko sowieso nochmal ein bisschen was bauen. Können wir hier auch so eine Kiste bauen. Mann, ich sehe mal nicht, wie rum die richtig ist. Hier. Der spaßt. Und dann machen wir noch... Haben wir einen Dreierstatue? Nee, ne? Ne, die sind alle breiter. Oder schmaler. Das hier ist, glaube ich, 3, ne? Ne, das ist auch 4. Blumen gibt's nicht im Dreier. Das ist auch zu groß. Zu klein. Die sind alle immer nur 2. Könnte man hier... Ne, kann man da nicht hinbauen. Ja, gut, dann gehen wir wieder auf die hier. Und vielleicht so ein, so ein Videowürfel. So ein Werbewürfel können wir noch bauen. Gott, wenn ihr wisst, wo die sind hier. Zack. Gleich mein Eingangsbereich richtig zugestellt. So ein Diskothekending können wir auch noch bauen. Haben wir allerdings keinen Platz mehr hier. Gut, dann starten wir erstmal so durch. Ja, Upgrades hätte man gerne, das ist mir klar. Gibt's aber nicht. So, Monetos.
Ja, langsam wird es schon wieder eng, ne, mit dem Platz. Wir müssten also demnächst schon auf den nächsten Bereich gehen. Der kostet hier 60. Hier an. 60, wahrscheinlich kosten die alle gleich viel. Ne, hier 53k. Okay, dann ist der billigste. Okay, hier kam gerade wahrscheinlich ein bisschen Hitze vom Planeten hoch. That was odd. A pilgrim has been cured. The first recovery from this needless disaster. A shame that such greed befell our people.